Aber falls ihr euch langweilen solltet, gibt es immer noch dieses Spiel, sozusagen als besondere Würze. Ihr müsst euch bei dem Spiel jedoch an einige Regeln halten. Die erste ist, dass ihr auf eurer entsprechenden Feldern bleiben müsst. Euer König kann von seinem Feld nicht fort, eure Königin kann sich auf jedes Feld begeben. Der schwarze Läufer muss auf den schwarzen Feldern bleiben, der weiße auf den weißen, halt die Standard-Schachregeln. Die Pferde können beliebig ziehen, bekommen jedoch öfter mal was ab. Wenn ihr auf ein Feld zieht, das euch nicht zugelassen ist, wird euer Vergehen mit einem Blitzstrahl bestraft. Juhu, Blitz-Ping-Pong, das wir wissentlich auslösen können. Und denkt daran, wenn ein König fällt, ist das Spiel aus. So, Pause eingeschaltet, keine KI an. So, Kalt ist immer noch festgehalten. Du heil dich selbst. Du trink einen Trank. Du, was machst du? Furchtbann ist noch aktiv. Du wartest einfach mal ab. Du hast noch Spiegelbilder. Aber schmeiß einfach mal einen Feuerball dahin und beweg dich hoffentlich nicht. Oh, da kommen die Bauern. Und die Bauern sind Zwerge. So, mehr Feuerbälle dahin. Du machst mal Furcht dahin. Vielleicht machen die den absichtlichen Zug falsch, weil sie halt vor Angst weglaufen und lösen Blitzstrahle aus auf sich selbst. Das wäre lustig. Und du machst nix. Die Krieger machen auch nix. Oh. Du sahst ein bisschen aus wie der eine gepanzerte Krieger. Ihr seid... Das ist die Dame. Die wird böse sein. Der König ist ganz schön aggressiv. Und der Läufer läuft auch vorwärts statt schräg. Ja, nee, die Gegner dürfen also schummeln und wir nicht. Gut, du brauchst neue Spiegelbilder. Du machst Furcht. Also, nee, du hast schon einmal Furcht gemacht. Sie geht gleich kurz ins Inventar und holt ihr neuen Flammenschlagstab. Du schießt auf den. Georgon ist der König. Darf sich nicht bewegen. Ah. Du bist ein Turm? Nein, du bist ein Springer. Du kriegst halt öfters mal was ab. Na gut, du gehst jetzt einfach mal dahin und wir gucken, was passiert. Okay, er hat bisher nichts abbekommen. Sie muss da weg. Sonst ist sie gleich tot. So. Ich sagte, du musst da weg. Und die Illusion hat sie schon verbraten, weil sie dabei getroffen wurde. Das ist doof. So, du greifst den an, du greifst den auch an. Du schießt weiter auf den. Du machst noch eine Furcht einfach dahin. Ja. Döner hier. Das wird nichts, oder? Du mach mal einen Schritt nach da. Ja, das war dünner hier. Ja. Das lade ich. Ja, ich werde jetzt nicht nochmal den Turm verlassen, nur um jemanden wieder zu beleben. Quick Save ist am nächsten dran. Da sind wir jetzt geradeaus. Wind raus. Gut, dann gehen wir diesmal zuerst zum Eis. Machen Schleim zuletzt. Damit wir hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet sind auf den Kampf da. Aber der ist echt garstig. Die kommen so schnell ran und wir dürfen uns nicht bewegen. Okay, doch, wir dürfen uns bewegen, halt noch den Schachregeln. Das heißt, wir könnten die Krieger einfach alle einmal vorschicken. Na gut, erstmal schlafen. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Du... Also was auch immer der Bug ist, er ist jetzt noch aktiv. Gut, probieren wir es so. Feuerball... Hast du noch als Spruch? Ja, Feuerball dahin. KI aus. Ihr haltet die Füße still. Und du wartest einfach erstmal ab. So, Karl ist schon fast tot. Heil Kale, du Feuerball dahin. Nee, jetzt komm, das ist lächerlich.
Genau. Wenn du stirbst, verzeihen wir dir das nie. Ist klar. Ich will schlafen. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Okay, alle wieder rein. Ja, schon besser. Ah, ist echt komisch, weil wir konnten ja auch abspeichern zu dem Zeitpunkt. Na gut. Wir wollen da lang. Da ist Schleim, den behalten wir bis zum Ende. Oh, was ist da? Ja, nee, aber ich wollte erstmal die Wächter zu Ende machen, bevor ich hier ja irgendwas erforschen gehe. So, also, Khalid braucht irgendeinen Schutz gegen Festhalten. Er sagt, alle brauchen irgendeinen Schutz gegen Festhalten. Das heißt, du machst erstmal Furchtbann. Du machst deine Spiegelbilder. Dünne-Echi hat Furchtbann widerstanden. Dann machst du noch Segnung. Du machst Schutz vor Bösen auf Khalid auf jeden Fall. Er scheint immer Pech zu haben. Und du machst eine Haste. Die KI geht aus. Und wir gehen alle rein. So, jetzt geht Gerogon mal nach vorne, weil er am meisten Lebenspunkte. Du machst deinen Feuerball dahin. Und du machst einen Flammenstrahl auf den Bären. Du heilst dich selbst. Du heilst Kirogan. Du machst noch einen Feuerball. Feuerball dahin. Naja, da sind schon ein paar Wölfe drauf gegangen. Du machst noch einen Feuerball auf den Bären. So, und jetzt können alle auf den Wolf da und dann auf den Bären. So muss das laufen. Du hast noch ein bisschen Gewicht über. Okay, nimm mal einen Pelz mit. Und noch ein Pelz. Ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Falls sich da noch jemand dran erinnert. So. Und raus da. Können wir jetzt schlafen? Oh. Okay, der Bug ist echt komisch. Und ab zum Schleim und davor speichern wir einmal richtig ab, weil ich denke mal, den Kampf werden wir noch ein-, zweimal laden müssen. Und diesmal sollte ich auch dran denken, tief durchzuatmen und mir eine Taktik zu überlegen, bevor ich das mache. So, alle da. Ja. Speichern LP93. Also erstmal hochheilen. Oh, er hat auch fast keine Heiltränke mehr. Das sollten wir auch ändern. Den Stärketrank kriegst du auch gleich. So, dann kriegst du jetzt die Heiltränke, du kriegst die Heiltränke. Obwohl er kann das hier gleich benutzen. Damit erhöht sich seine Stärke auf 18.00. Also so hoch wie Minsk. Obwohl, nee, das ist weniger als das hier, 24 Stärke. Ja, die Spruchrolle können wir eigentlich knicken. Er nimmt die Stärke. Er hat schon viel Stärke, nimmt die Verteidigung. Sie. Sie probiert mal ihren Verwandlungsstab aus. Obwohl, nee, sie wird die Feuerballstäbe brauchen. Oh, nee, noch besser. Ablenkung. Wir erschaffen uns ein paar extra Bauern. Ja, das ist eine gute Idee. So, sie kriegt endlich neue Stäbe in ihr Quickslot. Das geht ja gar nicht so. Und Schutz vor Magie brauchen wir ja nicht. Wir bräuchten eigentlich Schutz gegen Nahkampfschaden. Und sie benutzt soll. Ohohoho, sie benutzt Feuerballpfeile. Das müssen wir nur schnell genug wieder abschalten, dass sie es nicht im Nahkampf benutzt. So, der hier kann auch noch zu ihm. Okay. Es nimmt langsam Form an. Du heil dich selbst. Und du heil nochmal Düner hier. Die hat auch ein bisschen Lebenspunkte verloren. Und der Rest müsste jetzt fast voll sein. Du heil nochmal Gerogon.
schlafen wir hoffentlich. Bug, hoffentlich Bug. Also, hoffentlich kein Bug. So, jetzt geht's los. Trank. Und Pause. Trank, Trank, Trank. Doppelgänger. Furchtbar. Ja, trink mal den Regenerationstrank, was soll's. So, Frostriesenstärke. Du hast nichts mehr. Die Eile bewahren wir uns für den Kampf mit den Schachfiguren. Unsichtbares Entdecken, weiß ich nicht, ob wir das hier schon casten können oder ob das erst im Kampf da drüben geht. Dann machen wir nochmal mit ihr Segnung und dann war es auch schon fast. Stärke haben alle? Ne, du brauchst deine Stärke noch. Schluck, schluck. Und gib mal einen von den Tränken auch. Oder beide, was soll's. Minsk.